Die österreichweite Zukunftsseminarreihe Profit Recruiting machte nach dem erfolgreichen Start in Wien am 12. Februar erstmals auch Station in Linz. Das kompakte vierstündige Veranstaltungsformat, bestehend aus Seminar und Ausstellung, informierte oberösterreichische Unternehmen über Zukunftstrends am Arbeitsmarkt. Besonderes Augenmerk galt dabei der Gruppe der Menschen mit Behinderung, die ein enormes, noch schlummerndes Fachkräftepotenzial sowie ein stetig wachsendes Kundensegment darstellen. Die heutige Veranstaltung ist einmal mehr ein Signal auch von uns als Wirtschaftskammer, um zu zeigen, wie wichtig uns dieses Thema der Eingliederung, der Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft, in die Arbeitswelt ist. Mittels Impulsreferaten sowie Power Networking mit Fördergebern, Referenzbetrieben und Fachorganisationen verschafften sich Unternehmen nicht nur einen Überblick über das noch brachliegende Potenzial, sondern knüpften auch relevante Kontakte vor Ort, um in Zukunft auch in diesem Bereich erfolgreich aktiv zu werden. Wir erwarten uns, dass mal Menschen mit Behinderung, dass wir vielleicht mehr Vorstellungstermine haben, dass mehr Organisationen sie bei uns vorstellen werden und wir den Leuten einfach Arbeitsplatz bieten können. Ja, für mich war vor allem interessant und spannend, dass es viele Aspekte reingebracht hat. Einerseits die Good Practice-Beispiele von Unternehmen, die einfach zeigen, was es bewirken kann, auch innerhalb der Teams, Menschen mit Behinderung beschäftigt zu haben. Andererseits die Perspektive der Betroffenen. Das heißt, dass die Firmen zum Beispiel in Amerika schon jetzt ihre Vision und ihre jährliche oder langjährliche Strategie in Behindertenentwicklung auch unterbreiten müssen. Das kommt auch nach Europa. Und in dem Sinn lohnt sich schon jetzt für die Firmen, diese Zukunft vorzugreifen, weil wer da besser ist, der wird später auch profitieren. Als öffentlicher Fördergeber ist für uns natürlich auch, für uns Rückmeldungen aus der Wirtschaft da immer wichtig, dass wir sehen, wie unsere Maßnahmen ankommen und auch wieder neue Ideen können dadurch geboren werden. Es ist ein Riesenpotenzial in den Firmen, Top-Arbeitskräfte zu lukrieren, indem man auf behinderte Menschen zurückgreift. Ich bin ja extra mit meinem Kollegen von Tirol angereist, weil wir uns da mal erste Eindrücke von dieser Veranstaltung holen wollten. Wäre ja auch für uns im Westen Österreichs dann in näherer Zukunft eine tolle Veranstaltung. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem bin ich begeistert, dass wirklich interessiertes Publikum da war, einfach offen, die offen zu dieser Geschichte stehen. Profit Recruiting wird nach Wien und Linz auch in anderen Bundesländern stattfinden. Aktuelle Termine gibt es unter www.profit-recruiting.com.